London, Karfreitag. Aber dies ist nicht irgendein Karfreitag. Das ist Refifi am Karfreitag. Und das alles vor der Kirche! Man bringt doch nicht einfach einen Menschen vor der Kirche um und schon gar nicht am Karfreitag! Harold Shand, unbestrittener König der Londoner Unterwelt, ist dabei, das größte Geschäft seiner Karriere abzuschließen. Ich möchte einen Toast ausbringen. Auf unser atlantisches Bündnis. Auf die Zukunft. Aber irgendjemand will ihn daran hindern. Fällt dir vielleicht jemand ein, der noch mit mir eine alte Rechnung zu begleichen hat? Er ist so mächtig, dass er es mit dir aufnehmen kann. Irgendwo sitzt irgendjemand, der was weiß. Meint ihr nicht? Ich will den Mann, der es war. Also, wer tut was? 24 Stunden bleiben Harold, um herauszufinden, wer hinter ihm her ist. Die Schöne und die Bestie. Schieß ihm die Rübe runter. Ein Auto, ein Casino, ein Erstochener, eine Bar, die in die Luft fliegt. Was ist das hier? Ein Bandenkrieg? Nein, ganz sicher nicht. So. Harold und ich sind der Ansicht, dass das Problem bis morgen früh gelöst sein wird. Rüber zum Wagen, Billy, oder ich blast dir das Rückgrat weg. Das ist doch nicht etwa ein Ballermann, Harold. Hältst du mich wirklich für so blöde, Billy? Glaubst du, ich steck dir nur einen Finger in den Rücken? Ich hab euch immer gut behandelt. Selbst wenn ihr mal aus der Reihe getanzt seid, hab ich recht. Und ganz plötzlich brodelt's überall. Einer meiner besten Freunde liegt da drin in der Kühlkammer. Und glaubt mir, niemand von euch kommt hier raus, bevor ich nicht weiß, wer ihn auf dem Gewissen hat. Ich könnte dir nie wehtun. Was für Harold zum größten Tag seines Lebens werden sollte, wird nun zum Albtraum. Ich fürchte den Tod. Gewalt beherrscht Londons Straßen. Harolds Imperium wird erschüttert. Er muss ums Überleben kämpfen. Wenn du ihn umbringst, haben wir einen Bandenkrieg. Ist dir das klar? Den haben wir schon, oder nicht? Eric ist immerhin in der Luft zerfetzt worden. Colin haben sie tranchiert und ich finde eine Bombe in meinem Casino und du sagst nichts Ungewöhnliches. Refifi am Karfreitag. Ein beklemmender Albtraum, aus dem es kein Entkommen gibt. Refifi am Karfreitag. Bob Hoskins, Cannes-Preisträger 1986, wurde hiermit zum Star.